der Tresor, wie der Vorschlag gekommen ist, hat genau zu meinem Umstand gepasst. Es war perfekt, es ist perfekt gefallen, weil diese Abgeschiedenheit, diese Stille, diese Geschütztheit für diesen Schatz sozusagen eine perfekte Umgebung bietet. Auch für meine Situation, nach einer Pause herauszukommen, kompromisslos etwas zeigen, war der Tresor die beste Lösung. Und dann habe ich habe die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, diesen Raum begonnen zu gestalten, ein Jahr, und habe mich voll da reingetigert, und dieser Raum ist gewachsen und ist so geworden, wie ich wollte. In meinem Atelier sieht man das Licht so schön auf und runter gehen, und ich finde, meine Arbeit steht und fällt mit dem Licht. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und deshalb war klar, wir müssen eine Lichtinstallation machen. Und das ist jetzt ein Ablauf in ungefähr 6,5 Minuten, wo zuerst das Tageslicht ist, von früh bis Mittag bis Abend. Und dann eine Abendsequenz, wo die einzelnen Lichter aufgeht, genauso wie ein Mensch sich vorbereitet auf den Abend. Leselampe, Luster, Schminkeck und Garderobe und so. Und dann ist die Abendstimmung, und dann geht's wieder in den Morgen, wo er die Lichter wieder abdreht, alle miteinander. Das Thema an und für sich, das Überthema über alles, ist Aufbau und Zerstörung. Und das, was dazwischen ist, was wir Leben nennen, es ist die Form einer Behübschung. Die Plastikblumen und Plastikpflanzen ist für mich alles eine Form des Aufbaus, der Behübschung eben, einer Form der Sehnsucht, sich etwas zu kreieren, ein Symbol. Alles hat ein Symbol, und das ist für mich das Symbol des Verschönerns. Viel ist eben auch die Zerstörung, die Verbrennung oder das Kaputtwerden also absichtliche Zerstören der Gegenstände. Und viele Haare. Haare ist eine Widerspiegelung, dass das alles nur stattfindet, weil es in meinem Kopf stattfindet. Es ist sozusagen es zeigt, dass das Gesamte auch ein Selbstbildnis ist. Ich habe mich sehr viel in dieser Zeit des Rückzugs auch mit anderen Sachen beschäftigt, mit Tod, Nahtoderfahrungen und solche Sachen. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und die Essenz aus dieser ganzen Zeit sind einige Gedankenpunkte, die sich da auch immer wieder spiegeln. Ein Mensch, der denkt und fühlt, hat sehr viel in den einzelnen Momenten, die sich konzentrieren. Und einen dieser Momenten habe ich mit diesen ganzen Sachen sozusagen widergespiegelt und festgehalten. Ich habe im Jetzten die Auseinandersetzung mit Wertigkeiten, was bleibt, was ist wichtig, was ist das, was das Letzte wäre, was ich mir behalten würde vor meinem Tod, was macht mein Leben aus. Ganz wichtig, und das liegt, glaube ich, und hoffe ich auch, dass man das sieht, über allem drüber ist der Humor. Also wenn ich selber in diesem Raum bin, 6,5 Minuten, dann freue ich mich, dass er so einen guten Platz gefunden hat. Und ich bin neugierig, ob es bei Leuten, bei dem einen oder anderen Zuschauer etwas auslöst.